nicht respektieren und Volksentscheid nicht umsetzen. Ich begrüße in der Arena heute Abend den Christoph Blocher unter anderem und den Alexander Gauland von der deutschen Rechtspartei Alternative für Deutschland. Heute in der Arena. Tjana Angelina Moser. Die GLP-Fraktionschefin sagt, Populismus ist gefährlich. Die Schweiz der Zukunft braucht Lösungen, die unseren Wohlstand sichern. Christoph Blocher von der SVP warnt. Bundesbern und Bundesrichter übergehen die eigenen Bürger. Es wird Zeit, dass das Volk wieder das Sagen hat. Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat, erwidert. Die SVP missbraucht die direkte Demokratie, um Ängste zu schüren. Lösungen bietet sie nicht. Alexander Gauland, der stellvertretende Parteichef der Alternative für Deutschland AfD, sagt, auch wir brauchen die direkte Demokratie. Wir müssen die Sorgen der Bürger endlich wieder ernst nehmen. Außerdem im Studio zur Diskussion über Ängste Peter Schneider, Psychoanalytiker und Kolumnist. Die Arena. Moderiert von Jonas Kroll. Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen, sehr verehrte Gäste. Herzlich willkommen im Publikum. Herzlich willkommen Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns in der Arena. Danke für den freundlichen Empfang. Fast drei Jahre nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ist klar, der Verfassungsartikel wird nicht wirklich umgesetzt. Höchstzahlen und Kontingente, wie sie in der Bundesverfassung stehen, wird es wohl nicht geben. Aus Sicht der SVP ist dies das Ende der direkten Demokratie. Hier wird die direkte Demokratie beerdigt. Und die, das mithelfen, das sind Totengräber. Erik Nussbaumer, sind Sie ein Totengräber? Keinesfalls bin ich ein Totengräber. Ich glaube, die Fragestellung ist sehr komplex, wenn man diese Verfassungsbestimmung umsetzen will, weil man muss verschiedene Aspekte der Verfassung berücksichtigen. Und verschiedene Elemente der Verfassung wurden auch in anderen Volksabstimmungen bereits beschlossen. Und daher ist eine Überhöhung einer einzelnen Verfassungsbestimmung nicht hilfreich, wenn man hier eine Lösung finden muss. Wieso überhöhen Sie, Christoph Blocher, wenn man eine Lösung braucht? Initiative ist glasklar. Sie schlägt auch keine Utopie vor. Und dass die Mehrheit des Volkes und der Kantone haben ihr zugestimmt. Sie schlägt vor, dass wir die Einwanderung wieder eigenständig regeln, wie wir das von 1970 bis 2007 gemacht haben. Dann haben wir die Praxis geändert und jetzt haben wir eine Masseneinwanderung, die unverantwortlich ist. Und die Verfassung schlägt vor, dass dies geschieht durch jährliche Höchstzahlen, jährliche Kontingente, einen Inländervorrang, aber einen echten und mit sozialen, mit Beschränkungen bei Sozialleistungen und Familiennachzug. Herr Blocher, wenn Sie und das dieses System wollen wir wieder und nicht wir, sondern das Schweizer Volk. Und so unanständig wie die Missachtung dieser Verfassungsbestimmung hat das Parlament noch nie eine Verfassungsbestimmung übergangen. Sie haben jetzt noch einmal die ganze Verfassungsbestimmung wiederholt und das ist auch ein gutes Recht. Aber schlussendlich möchte ich erinnern, dass Sie auch in der Abstimmungskampagne damals gesagt haben, Ihre Partei selbstverständlich möchte man auch den bilateralen Weg beibehalten. Und das Parlament hat nichts anderes gemacht, als diese Aufforderung, den bilateralen Weg beizubehalten und möglichst nahe an die Verfassungsbestimmung heranzukommen, im Kontext der ganzen Bundesverfassung. Im Prinzip eine Auslegung im Sinne einer konkordanten Verfassungsauslegung hat das Parlament jetzt gemacht. Und da nützt es nicht, wenn Sie die ganze Initiative noch einmal erwähnen, weil schlussendlich muss man eine Lösung finden in diesem Land. Und es nützt nicht, wenn Sie uns beschuldigen als Totengräber. Es nützt nichts. Wir machen miteinander in der Schweiz einen Kompromiss. Das ist die Aufgabe dieses Parlaments. Herr Nussbaumer, das ist die Lösung. Die haben wir vorgeschlagen. Das Schweizer Volk hat sie genehmigt. Sie haben verloren. Ich habe auch schon verloren. Das muss gelten. Und das ist eine gute Lösung. Und wenn Sie sagen, ich könnte die ganze Initiative sagen, das passt Ihnen nicht,
weil dann auskommt, wie sie es nicht verwirklichen. Sie wissen genauso wie wir alle, dass eine Initiative umgesetzt werden muss. Und das Parlament hat die Aufgabe, eben diese Initiative umzusetzen, ja, und eine Güterabwägung vorzunehmen. Und eine Initiative ist ein neuer Verfassungsartikel, der steht nicht isoliert in der Welt, sondern wir haben eine Verfassung, die gewachsen ist, wo es zahlreiche Volksabstimmungen gab. Und ich glaube, die Aufgabe des Parlaments ist es dann, eben eine Gesamtabwägung der Interessen vorzunehmen. Und das Parlament ist demokratisch gewählt. Hier geht es darum, dass die Parlamentarier eben dann diese Güterabwägung vornehmen. Ich glaube, wir haben versucht, in der Herbstsession jetzt in dem Nationalrat eine Auslegeordnung zu machen. Man hat in der Verfassung eine Frist, eine Dreijahresfrist für die Verhandlung, um das Freizügigkeitsabkommen anzupassen. Das ist nicht gelungen. Die Dreijahresfrist haben Sie reingeschrieben, diesen Verhandlungsauftrag. Das ist nicht gelungen. Und am Ende muss man auch mal sagen, jetzt ist es Zeit, umzusetzen und das Maximum zu machen, ohne dass dieses Land einen großen Schaden nimmt. Weil es ist klar, wenn wir die Initiative mit Höchstzahlen, Kontingenten und einem strikten Inländervorrang umgesetzt hätten, dann hätten wir noch einen größeren Schaden, als wir bereits heute haben, weil bereits ein Schaden entstanden ist, auf wirtschaftlicher Ebene, aber für unseren Forschungs- und Bildungsstandort zum Beispiel auch. Also das sind die alten Behauptungen. Ja, und da muss man sagen, nein, ja, warten Sie. Sie kennen das System ja besser. Wir haben das Parlament, wir werden jetzt hoffentlich im Dezember über die Umsetzung abstimmen. Sagen. Und nachher, Sie haben vorher viel gesprochen und dürfen bestimmt auch viel sprechen. Ich habe Sie nicht unterbrochen. Ja. Und nachher haben wir noch das Referendum. Das Volk kann wieder dazu Stellung nehmen. Ich finde, wir haben ein sehr ausgewogenes System. Wir wissen genau, dass das Referendum hier nichts nützt in dieser Umsetzung. Ja, das. Weil, wenn jemand das Referendum ergreift gegen ein unbefriedigendes Gesetz, und wenn er erfolgreich ist, auch in der Volksabstimmung, was hat er dann? Nichts hat er in der Hand. Da hat er nichts. Er hat das, was heute schon ist, und das will die Verfassung ändern. Und trotzdem, das Zweite ist, Sie haben gesagt, wir müssen das Parlament sei gewählt, um die Verfassung umzusetzen. Und nicht um die Verfassung nicht umzusetzen, was sie jetzt machen. Und sie haben auch keine sogenannten Güterabwägungen zu machen, in dem Sinn, dass jetzt plötzlich das gelten soll, was ihre Meinung ist. Vor der Abstimmung waren sie dagegen, ist direkt. Und jetzt wollen sie das weiterführen. Herr Nussbaumer, wir wollen die bilateralen Verträge. Wir haben schon bei der EWR-Abstimmung gesagt, dass man hat. Aber wir wollen nicht jeden bilateralen Vertrag gleichgültig, was drinsteht. Nur leider sind diese bilateralen Verträge ja zum Teil zusammenhängend. Aber ich würde gerne unseren Gast aus Deutschland einbeziehen. Alexander Gauland, Vizechef der deutschen Partei, Rechtspartei Alternative für Deutschland, die auch umstritten ist. Wir kommen noch dazu. Aber erstmal die Frage an Sie. Herr Gauland, was halten Sie davon, wenn eine Regierung und ein Parlament den Volkswillen, das ist der Vorwurf, nicht umsetzen? Also ich habe das mit großem Interesse gehört und finde fast als Deutscher, das sind Luxusprobleme. Wir dürfen überhaupt nicht abstimmen. Frau Merkel hat uns 1 Million Leute ins Land geholt, hat die Grenzen geöffnet. Wir dürfen überhaupt nichts sagen. Insofern ist die Frage, welche Gesetze jetzt geändert werden müssen, und die müssen wahrscheinlich geändert werden, wir wären gern so weit und würden gern diese Art von direkter Demokratie in der Schweiz haben. Ich wehre mich auch gegen den Vorwurf, dass man nicht umsetzt. Man hat etwas gemacht. Sehr wohl hat man umgesetzt. Man hat die Initiative nicht 1:1 umgesetzt. Das ist aber die Realität in diesem Land. Es tut mir leid. Wir haben nachher ein Spannungsfeld zwischen der Verfassung und der Umsetzung. Das ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein, dass es so ist. Und von dem her kann die Bevölkerung, das ist schön in der Schweiz, ich bin sehr stolz auf unsere direkte Demokratie, wir können die Richtungen vorgeben. Das Parlament muss nachher versuchen, das Optimum zu machen. Und diese Güterabwägung, Herr Blocher, die braucht es. Und ich glaube, man kann selten die Dinge 1:1 umsetzen. Es zeigt deutlich, wie Ihre Politik funktioniert, Herr Blocher. Ihre Politik funktioniert so. Sie haben nichts gemacht. Der Bundesrat ist unfähig. Am Schluss liegt ein Gesetz vor. Dann werden Sie aufgefordert, also wenn das Parlamentsmehrheit etwas macht, das Ihnen nicht gefällt, dann ist in der Schweiz die Tradition und die direktdemokratischen Möglichkeiten, ein Referendum zu ergreifen. Sie ergreifen das Referendum nicht, wie ich jetzt wieder gehört habe, und spielen die Spirale weiter. Der Bundesrat ist unfähig, der Bundesrat ist unfähig. Sie machen nichts, aber wir ergreifen nicht das Referendum. Und in dem Sinne sage ich ja auch, Sie bewirtschaften die direkten demokratischen Mittel. Das war ja mein Eingangsstatement in der Anmoderation. Ich verstehe Sie nicht, wie Sie in diesem Land
konstruktiv mitarbeiten. Also Sie verstehen es nicht und Herr Blocher sagt, die direkte Demokratie also, wird hier untergraben. Nein, vielleicht meine, können wir kurz. Ihnen als Sozialist nicht gefallen, aber deswegen bin ich nicht an die. Herr Altbundesrat, wenn Sie erlauben, vielleicht können wir kurz nicht nur für unseren Gast aus Deutschland zusammenfassen, wie die Schweizer direkte Demokratie denn wirklich funktioniert. Die absolute Monarchie. Hier spricht der König und sein Wille geschieht. Die direkte Demokratie. Hier entscheidet das Volk. Aber das Volk ist kein König. Unsere direkte Demokratie funktioniert anders, und zwar in 4 Stufen. Am Anfang steht das Volk. Es will etwas ändern per Initiative. Sagen Volk und Stände ja, muss die Initiative umgesetzt werden. Das heißt, der Bundesrat muss handeln. Er muss ein neues Gesetz vorschlagen. Dann kommt das Parlament zum Zug. Es formuliert das definitive Gesetz. Und das Volk? Wenn es nicht zufrieden ist mit der Arbeit von Bundesrat und Parlament, kann es das neue Gesetz versenken. Per Referendum. Das Volk hat zwar das letzte Wort, aber es bestimmt keineswegs alleine. Naja, Christoph Blocher, wenn das wirklich so ist, wie wir das da recherchiert haben, dann liegen Sie falsch. Dann gibt es keine Totengräber, dann ist das nicht das Ende der Demokratie, sondern ganz einfach das fein austarierte Schweizer System. Naja, reden Sie nur formell. Das Schweizer Volk also formell ist das die direkte Volk Demokratie, die Kantone haben beschlossen, dass die Einwanderung massiv gesenkt wird und dass das System, was zur Senkung geführt hat, angewendet wird. Und das müsste jetzt das Parlament ins Gesetz geben. Das kann man nur zur Schublade rausnehmen, denn wir haben 37 Jahre gehabt. Aber man nimmt es eben nicht zur Schublade raus, wenn Sie erlauben. Was macht es jetzt? Nein, was macht das Parlament? Es muss umgesetzt werden. Jetzt kommen die Elemente. Das hat nur genützt. Wir hatten damals eine Zuwanderung von 20.000 mit dem alten System, das jetzt in der Bundesverfassung steht. Und seither mit der Personenfreizügigkeit 81.000 im Durchschnitt vor 7 Jahren. Und das will das Volk nicht. Das wissen Sie genau. Aber das Volk. Und jetzt, Sie haben die eigenständige Regelung, das Parlament in der Verfassung steht, eigenständig regeln. Zweitens, Sie haben keine jährlichen Höchstzahlen, Sie haben keine jährliche Kontingent und Sie haben keinen Inländervorrang gemacht und sagen, wir Unternehmer, ich bin einer von denen. Herr Altbundesrat. Sie müssten den Arbeitslosenämtern die Zahlen nennen und das ist noch fakultativ und das sei dann die Beschränkung. Herr Altbundesrat Christoph Blocher. Die geht unvermindert weiter. Und das ist unverschämt. Herr Blocher, ja, wenn Sie erlauben. Jetzt, ich habe nicht gewusst, dass noch rechts von mir auch noch einer steht. Ja, gelegentlich steht er rechts, gelegentlich steht er in der Mitte und gelegentlich steht er links. Erik Nussbaumer, bitte. Wissen Sie, was unverschämt ist? Dass Sie jetzt schon zweimal gesagt haben, es geht Ihnen um die Personenfreizügigkeit. Ihre Initiative hat nicht formuliert, die Personenfreizügigkeit soll man aufgeben. Hätten Sie das gewollt, warum haben Sie nicht eine solche Initiative gemacht? Das ist ja genau das Spiel, das Sie treiben. Sie sagen irgendwie versteckt, 3 Jahre verhandeln. Wenn in 3 Jahren nicht ist, dann muss man halt dann schauen, was passiert. Das Parlament soll sich dem annehmen. Es steht nichts drin. Das Parlament, der Bundesrat hat versucht zu verhandeln, ist nicht zu einem Ergebnis gekommen. Jetzt muss man eine Umsetzung finden. Schreiben Sie doch das hinein, was Sie wollen. Wenn Sie wirklich den bilateralen Weg kaputt machen wollen, wenn Sie diesem Land wirtschaftlichen Schaden zufügen wollen, dann machen Sie doch das. Ich habe schon beim EWR behauptet, wo wir, wenn man Nein sagt, geht die Wirtschaft und die Schweiz kaputt. Darum geht es uns besser, weil wir nicht in der Ehe sind. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, was wir beschlossen haben, das Schweizer Volk und die Kantone, ist das Gegenteil der Personenfreizügigkeit. Und ein System, wie man es innenpolitisch richtig macht, nur die Personenfreizügigkeit aufheben, nützt auch noch nichts. Peter Schneider. Aber das ist, und das wissen Sie genau. Der damalige Parteipräsident von Ihrer Seite, das wissen wir auch beide, hat im Abstimmungskampf gesagt, das Verhältnis, das bilaterale Verhältnis ist nicht gefährdet mit dieser Initiative. Ja, jetzt, sagen Sie, jetzt sagt Herr Amstutz, alle sagen, es geht um die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Stellen Sie sich dieses Begehren doch. Machen Sie diesen Weg, dass in diesem Land die Frage gestellt wird, wollen wir ein bilaterales Verhältnis mit Europa, ja oder nein? Wir wollen ein bilaterales Verhältnis, aber wir wollen nur die Verträge, die einen Inhalt haben, wo wir uns dazu stehen können. Als man die Personenfreizügigkeit einführt im Vertrag, hat man den Schweizern versprochen, es kommen höchstens 8.000 bis 10.000
Also Zuwanderung. Hat man nichts, man hat aber das gesagt. 8.000 bis 10.000, Herr Guschbach vor dem Parlament, eher 8 als 10.000. Und es wurden viel mehr. Und jetzt sind 81.000. Gut. Man hat sich um das Zehnfache geirrt. Muss man halt korrigieren. Herr Blocher, genau an diesem Punkt möchte ich die Diskussion weiterführen. Ich werde gleich auch noch Peter Schneider dazu nehmen, aber möchte an diesen Kern der Masseneinwanderungsinitiative rühren. Denn eigentlich geht es ja nicht um die Details der technischen Umsetzung, es geht um die Gründe hinter der Initiative. Und da ist vor allem die Angst vor zu viel Zuwanderung, vor zu vielen Menschen, die zu uns kommen. Und genau diese Angst hat im letzten Jahr der Partei von Alexander Gauland, der AfD, unerwartet neues Leben eingehaucht. Mitte 2015, vor einem Jahr. Die Alternative für Deutschland, AfD, liegt am Boden. Innerparteilicher Krach über die Ausrichtung lähmt die Partei. Doch dann spitzt sich die Flüchtlingskrise zu. Woche für Woche kommen mehr Menschen über die Balkanroute nach Europa. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fällt einen Entscheid. Sie sagt: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Hunderttausende von Flüchtlingen kommen nach Deutschland. Mit den Themen Einwanderungs- und Asylpolitik kommt die Wende für die AfD. Sofort legt sie wieder zu. Die Partei wird auch als rechtspopulistisch bis rassistisch bezeichnet. Vor zwei Monaten aber, bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, feiert sie einen Triumph. Sie erzielt auf Anhieb über 20% Wähleranteil und überholt sogar die bürgerliche CDU. Alexander Gauland, Hunderttausende müssen fliehen, Tausende finden den Tod. Kanzlerin Merkel riskiert ihr Amt und Sie profitieren. Nein, das tun wir überhaupt nicht. Sondern wir sagen ganz klar, und das ist ja auch das Thema der Sendung, eine illegale Massenzuwanderung, die in keiner Weise kontrolliert wird. Und hier geht es ja gar nicht um EU-Ausländer, sondern hier geht es natürlich um Menschen aus dem Nahen Osten, um Moslems, um eine völlig andere Kultur. Und wir sagen, darüber muss das Parlament entscheiden, wenn sowas durchgeführt wird. Die Kanzlerin hat einfach alle Gesetze gebrochen. Denn illegale Zuwanderung ist in Deutschland ein Vergehen, ein Strafvergehen. Sie hat das Land geöffnet. Und sie hat 1 Million Leute ins Land geholt. Und die Frage, wie die integriert werden sollen, die ist überhaupt nicht gelöst. Und inzwischen sagt sie auch nicht mehr, wir schaffen das, weil die Probleme jetzt in den Gemeinden überall angekommen sind. Ja, wir haben im Moment Gott sei Dank keine Arbeitslosigkeit und ein hohes Wirtschaftswachstum. Aber die sozialen Probleme kommen noch und die kulturellen Probleme sind im Grunde genommen die größten. Es kommen sehr viele Menschen, die überhaupt nicht zu uns Europäern passen, die nicht zu unserer Tradition und Kultur passen und die auch keine Chance haben, auf dem deutschen Arbeitsmarkt irgendwas zu bewegen. Alexander Gauland, wenn ich jetzt das Wort Kanzlerin durch Bundesrätin Sommaruga ersetzen würde und das Wort Parlament durch Parlament, Christoph Blocher, dann tönt das wie eine Rede von Ihnen. Herr Brauer, Sie wissen genau, Sie wollten ja den Vertreter aus Deutschland einladen und an meine Seite bin. Ich kann vielleicht dazu etwas sagen, hier, Christoph Blocher, es ist immer noch Schweiz, eine Sendung, Sie über Deutschland, die ich rede Ihnen nicht moderiere, ein. Herr Altbundesrat. Verschiedene Sachen. Und jetzt kommt da steht und wieder sagt, jemand rechts von Ihnen, Herr Bundesrat. Da steht wieder jemand rechts von Ihnen. Vielleicht kann ich kurz sagen, das bin für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Selbst von Ihnen nicht. Ich hoffe es, Herr Blocher. Vielleicht kann ich es kurz erklären unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Aufstellung hier im Studio ein bisschen ungewöhnlich ist. Herr Blocher hat sich gewünscht, hat ausbedungen, dass er nicht neben unserem Gast aus Deutschland steht. Die Arena hat eingewilligt. Denn für einen Vergleich der beiden Parteien und der beiden Länder scheint uns die Stehordnung nicht entscheidend. Aber wieso, Herr Blocher, und jetzt haben Sie das Wort, wollten Sie, Sie anders stehen? Sie haben mich eingeladen in die Arena. Ich habe gesagt, ich komme. Und Sie haben mir jemanden zur Seite gestellt, der sei mich. Entschuldigung, ich kenne Sie nicht. Ich habe gesagt, ein Deutscher soll auf meiner Seite stehen, um über die schweizerische Umsetzung eines Verfassungsartikels zu über diskutieren. Unabhängigkeit. Was glauben Sie? Wir lassen uns von niemandem reinreden. Das ist unser Unabhängigkeitsgedanke. Und Sie wollten mir einen Deutschen als, habe ich gesagt, dann können Sie machen, aber dann komme ich nicht.
Was sind denn die, das wollten Sie nicht auf mich verzichten. Was sind denn die Begreifen Sie auch. Was sind denn die Gemeinsamkeiten, Christoph Blocher, und in diesem Punkt haben Sie recht, wir wollten ungern auf Sie verzichten. Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Ihrer Partei und der Alternative für Deutschland? Die habe ich nicht untersucht, aber er ist für Deutschland und wir für die Schweiz. Erich Nussbaum. Die Schweiz, müssen Sie verstehen, das ist, kann eigentlich ein Ausländer nicht verstehen. Das ist ein Sonderfall. Wir sind das einzige Land der Welt mit der direkten Demokratie. Stimmt. Es gibt noch einen halben Staat, das ist Amerika, in den Teilstaaten. Und da läuft es eben anders. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Parteien. Ich glaube, es ist ein hilfloses Ablenkungsmanöver, Herr Blocher, dass Sie sagen, Sie wollen nicht neben einer Person stehen, die aus einem anderen Land kommt, die Sie nicht studiert haben, und sagen, es ist trotzdem wichtig, dass ich nicht neben dieser Person stehe. Und jetzt sage ich, was die Geschichte ist dahinter. Die Geschichte dahinter. Sie wissen, was ich will. Nein, das weiß ich besser als Sie. Gesagt. Sie wollen nicht neben einem Deutschen stehen, haben Sie gesagt. Ja. Ja, das ist die Geschichte. Für dieses Thema, für dieses schweizerische Thema. Genau. Was ist das Problem, wenn Sie neben jemandem stehen? Nicht auf meiner Seite. Wir sind auch nicht gleicher Meinung, aber ich stehe neben Herrn Gauland. Ich finde seine Politik schrecklich, die er macht, und trotzdem stehe ich hier. Sie müssen auch keine Angst haben, dass man sagt, das sei Ihr Kumpane. Herr Blocher, der Punkt ist, wissen Sie, was der Punkt ist? Sie sind Kinder der gleichen politischen Familie. Die SVP und die AfD sind die Kinder der gleichen politischen Familie, des Rechtspopulismus. Sie machen ihn ein bisschen anders in der Schweiz, aber es ist exakt das Gleiche. Exakt das Gleiche. Wir feiern das nächste Jahr unser 100-jähriges Jubiläum als Partei. Und ich muss Ihnen sagen, Sie wollen uns, wie Sie vielleicht auch zu Unrecht, das weiß ich nicht, uns Rechtspopulist austeilen. Als Sozialist sind Sie wirklich nicht in der Lage, solche Themen zu hier thematisieren. Wir reden über die Umsetzung des Volkswillens und das passt Ihnen. Sie haben nein, eine aber andere was gemeinsam Herkunft. Ist, was gemeinsam ist, wir können es Rechtspopulismus nennen, man kann es auch nennen nationalkonservative Parteien. Beide sind schlussendlich mit unterschiedlicher Färbung nationalkonservative Parteien. Und was heißt eben, das wieder? Ja, Nein, aber ich führe es gerne aus. Und was eben diese Parteien gerne tun und mit Intensität tun und mit unterschiedlicher Färbung tun. Es gibt selbstverständlich Differenzen zwischen der SVP und der AfD, ich möchte die auch nicht kleinreden, ist eben der starke Fokus auf die Migration, auf die Initiativen, die Migration betreffen, in unserem Fall die Masseneinwanderungsinitiative. Und dann ist die Frage, was machen Sie politisch? Sie haben auch einen Wirtschaftsflügel, selbstverständlich haben Sie den. Da würde man bei der Masseneinwanderungsinitiative aber nicht denken. Aber Sie ordnen, diese Art von Parteien ordnen die Migration Anliegen ein über allen anderen. Frau Nationalrätin, wenn Sie erlauben, wir haben ein paar Punkte zusammengefasst. Es gibt, wie Sie sagen, natürlich große Unterschiede, aber die Gemeinsamkeiten sind doch bemerkenswert. Die Alternative für Deutschland will Minarette verbieten. Die SVP hat Minarette verbieten lassen. Also das Schweizer Volk hat ja gesagt. Die Alternative für Deutschland hat in der Präambel, glaube ich, sogar zum Programm den Kampf gegen die Masseneinwanderung. Sie wissen, dass die SVP das auch bekämpft. Beide sind gegen Brüssel. Beide sind gegen die politische Klasse oder Elite. In der Schweiz heißt es dann eher Klasspolitik. Alexander Gauland, sehen Sie die Gemeinsamkeiten? Ja, natürlich gibt es da Gemeinsamkeiten, obwohl wir zwei ganz verschiedene Länder repräsentieren und die innenpolitischen Themen auch andere sind, gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, das will ich gar nicht bestreiten. Die gibt es aber auch mit der FPÖ in Österreich. Ja, wir sind eine Partei, die glaubt, und ich habe das Gefühl, das kann jetzt falsch sein, dass Herr Blocher das genauso sieht, dass man stärker dem Volk aufs Maul schauen muss und dass wir wieder dahin kommen, dass nicht abgehobene Eliten Politik machen. Und das ist in Deutschland geschehen. Wir werden überhaupt nicht gefragt, zum Beispiel, ob wir diese berühmte Euro-Rettung, das ist Ihnen ja alles erspart geblieben, mitmachen, ob wir die Griechen retten wollen. Und das Schlimme an der Geschichte ist, dass wir nicht in der Lage sind, dagegen in irgendeiner Weise vorzugehen, weil wir eben keine direkte Demokratie haben. Einspruch von Peter Schneider, politischer Kolumnist, Psychoanalytiker und Fachmann für Ängste. Bitte. Ich würde ja lieber einfach so mitdiskutieren, als immer mit dem Knopfdruck meine besondere Bedeutung hervorheben. Was mich an Ihrer Äußerung interessieren würde, ist, Sie haben gesagt, wir müssten wieder zurück zu diesem Punkt, wo man dem Volk aufs Maul schaut. Wo würden Sie denn ansetzen historisch?
Den können Sie zum Beispiel daran ansetzen, dass es eine Meinung von, sagen wir mal ganz vorsichtig, bis zu 50% der Menschen gibt, die die Griechenland-Rettung nicht wollten, dass das Geld dafür ausgegeben wird, die nicht wollen, dass diese Masseneinwanderung geschieht. Aber keine einzige Partei im Bundestag vertritt diese Politik. Es gibt einige mutige Abgeordnete, einen von der CDU, Herr Bosbach, auch von der Linken, Frau Wagenknecht, ja, die vertreten ähnliche Positionen. Aber es gibt keine Partei, die das vertritt, was 40, 50, vielleicht sogar mehr Prozent der Bevölkerung denken. Und das halte ich für eine Entfremdung der Eliten vom Volk. Ja, aber Sie glauben vorher, also nein, es geht mir darum nachzufragen, wann war der historische Zeitpunkt, an dem sich die Eliten vom Volk getrennt haben? Sie meinen, das war mit der Griechenland-Krise. Da ist es in der Bundesrepublik so offensichtlich geworden, dass es eine neue Bewegung als Partei gegeben hat. Denn wir sind ja, haben uns ja gegründet aus verschiedenen Kreisen, Professoren, Arbeiter, Handwerker und so weiter, weil wir diese Art von Rettungspolitik, die uns auf Generationen bindet, nicht wollten. Und weil wir den Superstaat, den europäischen, auch nicht wollten. Christoph Blocher, das ist genau das, was Sie auch nicht wollen. Das sind genau die Reden von der politischen Elite. Wir sind eine schweizerische Partei. Und wir als Partei haben immer gesagt, wir gehen nicht mit ausländischen Parteien zusammen. Denn auch denn, wenn es Dinge gibt, die uns decken, also wenn sie gegen die EU-Konstruktion sind, wir sind es auch, aber deswegen paktieren wir nicht. Und jetzt kommt Herr Nussbaumer. Darf ich zu diesem Punkt, warte Sie, zu diesem Punkt, der hat sich geäußert. Er hat gesagt, Sie wollen nicht zugeben, dass Sie mit denen paktieren. Sie von der Sozialdemokratischen Partei, Sie paktieren mit anderen Parteien. Sie waren zur Zeit der DDR, haben Sie paktiert mit dem Gräuelsystem auf dieser Seite. Und das wollen wir eben nicht. Weil man läuft dann plötzlich in etwas rein, das man nicht will. Darum habe ich mich gewehrt, das wissen Sie, dass wir plötzlich sagen, ich trete hier. Ich sage gleich noch was dazu, aber Sie haben Herrn Nussbaumer angegriffen, bitte. Aber dass Sie sagen, der Konflikt Elite, Bevölkerung, auch in Unternehmen, das ist ein Dauerkonflikt, den man aufpassen muss. Und jetzt in der Schweiz hat er einen Höhepunkt erreicht. Christoph Blocher. Die drei Staatsebenen, die wollen das ausländische Recht über das Staatsrecht setzen. Herr Altbundesrat, das hat kein Staat. Sie haben gesagt, Sie paktieren nicht. Sie haben gesagt, Sie wollen mit dieser Partei nichts zu tun haben. Richtig? Wir bekämpfen sie nicht. Wir unterstützen sie nicht. Als Partei haben wir keine Kontakte mit dieser Partei. Wenn Sie keine Kontakte haben als Partei, dann möchte ich Sie auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die morgen Samstag in Berlin stattfindet. Die Veranstaltung heißt Offensive zur Rettung der Meinungsfreiheit, Kompaktkonferenz. Jetzt erst recht. Da nehmen teil Politiker der AfD, Politiker der Pegida, Politiker einer Bewegung, die heißt Identitäre Bewegung, gilt als rechtsextrem, und Oskar Freisinger, Vizepräsident der SVP. Morgen in Berlin. Ja, habe ich jedes einzelne Mitglied in unserer Partei kann die Kontakte haben. Er ist Vizepräsident ihrer Partei. Ist er dort? Vizepräsident. Ja, sicher, dass er dort ist. Er ist im Programm. Er ist im Programm. Er hat mir gesagt, er sei nicht dort. Das aktuelle Programm von heute. Aber er könnte ist er auch sein. Einzelne Vertreter unserer Partei dürfen auch an solchen Sachen teilnehmen. Schauen Sie mal, wo die anderen teilnehmen. Aber sie links macht nichts. Da muss ich Herrn Blocher unterstützen. Das hat nichts mit Paktieren zu tun. Eine Zeitschrift veranstaltet einen Kongress. An einem ähnlichen Kongress habe ich vor Jahren teilgenommen. Da habe ich neben Egon Bahr, Sozialdemokrat und Architekt der Ostpolitik, gesessen. Ja, schreckliche Gesellschaft. Das ist auch kein Papier. Dieser Kongress, wenn jetzt da nur solche rechte Positionen verbreitet nicht, werden. Wenn noch Sie mit Egon Bahr, ich bin ja hier auch mit Ihnen, das ist schon nicht das Gleiche. Ja. Wenn Sie den demokratischen aber Diskurs mit mir machen, ist kein Problem. Ja, aber Kompakt macht solche Kongresse. Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist, aber man kann doch nicht allein aus der Tatsache. Ich habe nur gehört, dass er an seinem Kongress, habe ich ihn gefragt, hat, ich bin nicht dort. Also hat er gesagt, ja, da ist wir können auch. Aber es ist auch gleich. Ich muss jetzt Ihnen noch mal sagen, ja, ich, hab's jetzt ich kann gehört. Auch mit Leuten sprechen, die ganz anderer Meinung sind, wie zum Beispiel mit Ihnen. Auch deswegen komme ich nicht in Verruch, dort bei Ihnen angebunden zu werden.
Es gibt die gemeinsame Basis. Ich kann es nur wiederholen, dass man die Migrationsanliegen über sämtliche andere Anliegen stellt. Und ich glaube, das ist das, was diese Parteien antreibt. Und das ist das, was sie schlussendlich ausmacht. Jetzt die SVP ist bei uns in die Regierung eingebunden. Sie übernimmt selbstverständlich ein bisschen mehr Staatsverantwortung. Aber sie bewirtschaftet das Thema der Migration. Nein, wir lösen es nicht. Ich kann ein aktuelles Beispiel nehmen. Wer hat dann die Masseneinwanderungsinitiative gemacht? Ja. Sie oder wir? Ja, wer hat sie? Das ist die Lösung. Und was ist das Umsetzungskonzept der SVP für die Masseneinwanderungsinitiative? Das ist die in der Verfassung hingebracht, eins zu eins als Gesetz. Also, ich darf, ja. Liegt in der Schublade. Mhm. Ja, das habe ich in der Kommission nicht gesehen. Aber Sie haben es abgelehnt. Ja, ich war in der Kommission, ich habe mich an der Umsetzung beteiligt. Ich gehöre zu diesen, die man sagt, fast sie hat es nicht 40, gemacht. Jeder Artikel, der nach dem Konzept geändert werden muss, ist dort drin. Also man kann die Initiative der SVP selbstverständlich umsetzen, so wie es in der Verfassung steht. Der Preis für die Schweiz ist enorm. Dann könnten wir darüber reden. Ich bin ja Exporteur in die EU. Ja, Exporteur, aber es gibt dann, also wir haben auch viele Kontakte zu den KMUs und ich muss Ihnen sagen, wenn ich mit Wirtschaftsvertretern spreche, all diesen KMU-Vertretern, die wir Kontakt haben, dann sagen die alle unisono eines. Das größte Problem für uns ist die Masseneinwanderungsinitiative, die Gefährdung der Personenfreizügigkeit. Jetzt können Sie mit den Hochschulen sprechen, mit den Hochschulvertretern. Wir haben einen hervorragenden Forschungs- und Innovationsstandort. Das größte Problem, was Sie, die Angst, die alle haben, die Schwächung dieses Standorts, hängt zusammen mit der Initiative. Alexander Galland, das hören Sie in Deutschland wahrscheinlich auch. Die nationale Identität, Frau Moser, nicht der Industrie opfern. Nein. Auch nicht der deutschen Industrie. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Nein, aber was dann noch was der Gipfel der Umsetzung dann ist, ist dann für die eigene Klientel. Für die eigene Klientel kommt dann die SVP und möchte dann die Maßnahmen ausnehmen, damit man genügend hat für die Erntehilfe, für diese Aspekte. Da gibt es dann Ausnahmen. Und das ist dann Einspruch von Peter Schneider. Können wir reden. Ja, nicht unbedingt Peter sagen. Schneider, bitte. Die gleichen Ängste waren beim EWR-Beitritt auch. Ja, aber nach dem EWR-Beitritt. Und jetzt geht es uns gut, ja, weil wir nicht in der EU sind. Aber nach dem EWR. Ging es uns lange nur eine Verfahrensfrage. Ja. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass ich vielleicht mitdiskutieren kann, ohne immer diesen Wichtsack-Knopf zu Das dürfen Sie. Wo möchten Sie stehen, Herr Schneider? Ich stelle mich neben Sie. Das kommen Sie her. Ja, kommen Sie her. Sie haben das Wort, Peter Schneider. Herr Blocher, ich habe eigentlich nur eine Nachfrage an Herrn Gauland wieder. Was meinen Sie eigentlich mit nationaler Identität? Das kann ich Ihnen ganz eindeutig sagen. Es gibt 80 Millionen Deutsche. Und wenn ich 1 Million Moslems dazu nehme, ändert sich die Zusammensetzung dieses Volkes. Ist doch ganz einfach. Und wenn im nächsten oder übernächsten Jahr eine weitere Million kommt. Aber Sie vergleichen jetzt eine nationale Kategorie mit einer religiösen Kategorie. Das Nein. ist zum Beispiel eine Kategorienverwechslung scheint. Deswegen nicht, weil eben die Menschen, die kommen, uns gegenüber völlig Fremde in unserer Kultur sind. Weil es eben eine Veränderung des Landes bedeutet, eine Veränderung des Volkes und auch eine Veränderung des kulturellen Hintergrundes Deutschlands. Was meinst du? Jetzt lassen Sie mich doch auch mal, Gottfried. Jetzt bin ich schon extra von da. Ja, Sie haben den Knopf freiwillig aufgegeben, Peter Schneider. Ich setze mich lieber auf die Art durch. Also, eben, wie würden Sie aber inhaltlich diese nationale deutsche kulturelle Identität bestimmen? Was gehört? Die würde ich so beschreiben, dass dazu gehört Grundgesetz, unsere Werteordnung. Was ist die Werteordnung? Sie machen immer die Werteordnung ist Teil des Grundgesetzes. Unsere parlamentarische Demokratie, zu der Menschenrechte, zu der Frauengleichberechtigung gehören, das ist die Werteordnung. Die ist zum Teil im Grundgesetz vertreten, zum Teil ist sie sozusagen historisch gewachsen. Dazu gehören die deutschen Traditionen, dazu gehört unser kultureller Hintergrund. Das wollen wir bewahren. Und wir können die Frage auch wieder, wenn Sie erlauben, Herr Gauland, auf die Schweiz oder zumindest auf die gemeinsame Ebene heben. Herr Blocher, auch in der Schweiz ist oft die Rede von unseren Werten, die wir verteidigen müssen, gerade angesichts der Migration. Was sind denn diese Werte? Haben Sie über etwas anderes geredet als über die Personenfreizügigkeit? Das ist die Flüchtlingspolitik. Das ist etwas anderes. Die Personenfreizügigkeit mit der EU heißt, es dürfen schweizerische Arbeitgeber nicht
anders behandelt. Aber wir waren als ja Deutsch eben bei der Identitätsfrage, Christoph Blocher. Bei der Frage, also die Personenfreizügigkeit hat nichts zu tun mit der Identitätsfrage. Das sind Europäer. Das ist bei der Flüchtlingspolitik, wenn Sie das wollen. Da waren wir an diesem noch Punkt, genau. Ja, Sie können es auch ausweiten. Und das ist ein deutsches Problem, das schaffen wir und 1 Million. Ich habe gesagt, ja, wenn das Deutschland will und kann, sollen sie das tun. Nur jetzt beginnen sie natürlich, die Leute zu verteilen. Und die Schweiz müsste auch noch nehmen. Das ist kein Konzept und ist gegen unsere Flüchtlingspolitik, die beschlossen ist. Aber wenn Sie bei erlauben, uns haben Leute, die Christoph Bloch, wenn Sie erlauben, leben, die Frage war nach der Identität. Was sind diese Werte? Ja, was ist diese also bei Identität der Flüchtlingspolitik, der wenn Sie jeden, der in der Schweiz will, der Welt und Sie ihn aufnehmen, ist natürlich auch eine Identitätsfrage. Das wollen wir nicht. Aber nicht aus Identitätsgründen. Wir wollen auch dort Leute, die an Leib und Leben bedroht sind, schützen. Aber für die anderen, die nur in die Schweiz wohnen, weil es besser ist, nicht. Und das ist eine konsequente Asylpolitik, die in der Schweiz auch nur jetzt neu die Frage, dieser die am Anfang Führung stand einer Sozialdemokratin nur halbherzig durchgeht. Das ist die Schweizer Kanzlerin, die das verursacht hat, sozusagen. Kanzlerin? Nein, das ist die Frage. Wir haben keine, also wir haben schon einen Bundeskanzler. Das ist eigentlich der Sekretär des Bundes. Ich habe die Parallele zurückgeschlagen zwischen Bundesrätin Sommaruga und Kanzlerin Merkel. Gut. Ich glaube, das mit der Parallele klappt heute nicht. Erik Nussbaum. Wir lassen das jetzt mal fallen. Die Frage, die ja im Raum stand, die Herr Breuer aufgegriffen hat, was verbindet diese zwei Herren? Das war ja die Frage. Und Sie haben begonnen mit, doch, die hat Herr Breuer gestellt, Sie wollen sie nicht beantworten. Sie möchten dem ausweichen, das verstehe ich auch, weil es ist unangenehm. Nein, ich kenne ja ihn gar nicht, ich habe gesehen ihn heute zum ersten Mal. Ja, aber Sie wissen schon. Wer ist ein deutscher Politiker? Sie haben ja eine Zeitung, Schweizer, die Sie selber besitzen, die können Sie auch lesen, da wird auch über die AfD geschrieben. Also, der entscheidende ja, Punkt ist glaube, die Frage, nicht alles, was in den Zeitungen steht, nicht mal in kann der ich eigenen jetzt auch mal fertig reden? Auch wenn ich Sozialdemokrat bin, kann ich gerne fertig reden, oder? Was? Machen wir diese Spielregeln. Sie können fertig reden. Erik Nussbaumer, Sie haben das Wort, bitte. Also, die Frage war, was verbindet diese zwei Herren? Und eine Antwort haben wir gefunden beim Verständnis der Eliten. Weil da sagen Sie, die macht, was sie will. Und Sie sagen, der Bundesrat handelt nicht. Das ist genau das Gleiche. Eine Ihrer ersten Albis-Gürtli-Reden war auch über die Elite in der Schweiz, die alle das falsch macht. Schöne ist exakt das Gleiche. Die Frage der Migration. Da muss man aufpassen, dass wir nicht Arbeitsmigration mit Personenfreizügigkeit und jetzt mit dieser Flüchtlingsherausforderung durcheinander bringen. Exakt die gleiche Person. Man kann Moslems nicht aufnehmen. Sie machen Burka-Verbotsinitiativen, sie machen Minaretsinitiativen. Ist exakt die gleiche Position. Und darum, aus meiner Sicht, stimmt die These, AfD und SVP sind Kinder der gleichen politischen Familie. Das ist mein Punkt. Das haben Sie schon gesagt. Wollen Sie replizieren, Christoph Blocher? Ich muss Ihnen sagen, wir kennen das nicht. Ich sehe ihn das erste Mal. Aber ich weiß, dass die Alternative für Deutschland groß geworden ist, weil sie auch findet, es ist zu wenig Demokratie. Und sie sagen, das ist kein Flüchtlingskonzept, dass man jeden aufnimmt. Und sie sind sehr skeptisch gegen diese Euro-Konstruktion mit Griechenland. Wir teilen diese Auffassung, das sind große Probleme, die zur Sprache kommen müssen. Aber ich kann sie nicht beantworten für Deutschland und will sie auch nicht. Aber für die Schweiz, und die, das machen wir alles selbstständig. Ich bin oft gefragt worden in Österreich, ob ich nach Österreich komme, um bei der EU-Abstimmung gegen den EU-Beitritt zu reden, habe ich gesagt, ich bin nicht gegen die EU. Ich bin dagegen, dass die Schweiz beitritt. Und ob Österreich beitreten soll oder nicht, müssen Österreich beantworten. Und Herr Gauland kann uns nicht helfen in der Frage, gut, ob man die Verfassung umsetzen meine soll sehr geschätzten in der Herren, Schweiz. Frau Moser, Frau Nationalrätin, ich möchte eine Stimme aus dem Publikum dazu nehmen. Timon Kleb zu genau dieser Flüchtlingsfrage, die aufgeworfen wurde. Ja. Guten Abend, Herr Kleb. Wie schätzen Sie das ein? Sind Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die in die Schweiz kommen, die nach Europa kommen, eine Gefahr? Ja, man kann es als Gefahr betrachten, aber ich persönlich sehe, man kann mit diesen Flüchtlinge sogar Vorteile schaffen, indem man sie halt normal in unser Leben integriert und sie beschäftigt und damit werfen sie auch Rendite ab und kosten nichts. Christoph Blocher. Ja. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich bin für das Asylrecht in der Schweiz. Aber ich bin dagegen, dass jeder in die Schweiz kommt
und da bleibt, auch wenn er nicht ein Verfolgter ist und nicht an Leib und Leben bedroht ist, sondern weil es hier besser ist, das wären ja Millionen. Und das können wir nicht absorbieren, es geht nicht. Aber wenn Sie der Meinung sind, doch, dann sind Sie halt für diese Flüchtlingspolitik. Sie leben ja in einer direkten Demokratie. Lassen Sie noch können was sprechen, Sie den jungen Herrn, er ist 17 Jahre alt, bitte, Herr Kleb. Ja, ob es wirklich... Sie müssen noch ein Jahr warten. Ja, leider, ja. Ob es wirklich Millionen sind, das würde ich bezweifeln, denn die Leute wollen nach ganz Europa und nicht nur in die Schweiz. Ich verstehe nicht, warum Sie sagen, es werden Millionen und andere Länder haben ja auch Anreize. Nein, man muss Ihnen sagen, auch Frau Merkel, die gesagt hat, das schaffen wir, die hat die Politik jetzt massiv gekehrt. Sie sagt, aber was man hat, die Leute gibt, an der Grenze nur weil es uns gibt. Nehmen wir den Punkt. Das sagen selbst CDU-Leute. Nur weil es uns gibt. Wenn wir keine Wahlerfolge hätten, hätte Frau Merkel die zweite Million reingeholt. Denn die waren ja an der griechischen Grenze. Aber nochmal, um zu sagen, sie hat die Politik geändert. Das stimmt schon. Sie versucht wieder Kontrolle zu bekommen. Aber nur weil es uns inzwischen in den Parlamenten gibt. Das ist ja gleich, warum sie merkt, dass es nicht geht. Also wir haben in der Schweiz keine unkontrollierte Massenzuwanderung. Das hatten wir nie und das haben wir nicht. Wir haben auch kein Asylchaos, wie das die SVP die ganze Zeit behauptet hat. Ja, haben wir nicht. Wir haben kein Asylchaos, sondern es funktioniert gut, unsere Asylpolitik. Es ist nicht ganz einfach, wenn es solche Flüchtlingswellen gibt. Die kann man aber bei uns auch nicht einfach an der Grenze stoppen. Da können wir noch lange nationale Politik betreiben. Die Flüchtlingswellen, die finden statt. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und ich finde, wir machen es relativ gut in der Schweiz. Was mich dann eben stört, es gibt die Asyl, selbstverständlich gibt es viele Asylsuchende, die sich sehr gut integrieren, wo eben das Zusammenleben sehr gut funktioniert. Es gibt andere Situationen, wo es nicht so gut funktioniert. Und dafür versucht man, Lösungen zu suchen. Dafür hat man zum Beispiel ein Integrationsgesetz verabschiedet in der Herbstsession. Und dann geht es eben wirklich darum, was macht man mit den Problemen. Und da ist die SVP natürlich wieder dagegen, wie sie immer dagegen ist, weil es ihr nicht passt. Ja, sie ist dagegen, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu suchen. Das ist unglaublich. Ja, das ist Herr Blocher, Sie können ja das immer ins Lächerliche ziehen. Sie können es ja immer ins Lächerliche ziehen. Ja, das ist auch lächerlich. Ja, nein, es ist nicht lächerlich. Wenn versuchen Sie doch auch einmal mit uns zu diskutieren. Ja. Dieser junge Herr hat gesagt, ich glaube, wir sollten die Leute auf der Flucht aufnehmen und integrieren. Sie haben dann gesagt, Sie sind für das Asylrecht in der Schweiz. War nicht immer so klar. He? Ich möchte jetzt nicht in die Vergangenheit. Ein Märchen genügt. Ja, okay. Jetzt kommt die nächste Stufe. Wenn dieser junge Herr sagt, wir sollten die Menschen integrieren, hat Frau Moser jetzt den Punkt Ihnen gegeben. Im Integrationsbereich ist die SVP nicht an der Problemlösung integriert. An der Integrationsbereich sagen Sie, das interessiert uns nicht, das wollen wir nicht. Nein, Sie kehren es wieder um, Sie bewirtschaften es weiter. Und das ist das, was Sie natürlich mit Herrn Gauland verbindet. Man bewirtschaftet die Probleme, Sie haben es richtig gesagt, Probleme, die bewirtschaftet man und man arbeitet nicht im Sinne eines Kompromisses. Herr Nussbaum, das sind harte Vorwürfe, die sich auch an Herrn Gauland richten. Sie bewirtschaften die Probleme, sagt Herr Nussbaum. Ja, das wird immer gesagt, es wird immer verkannt, dass wir alle natürlich unterschiedliche interne Probleme haben. Wenn es für die AfD eine Partei gibt, die aus historischen und traditionellen Gründen uns nahesteht, dann ist es die österreichische FPÖ. Schließlich kommt sie aus einer Tradition, der großdeutschen Tradition, und bis 1866 waren wir ja ein Land. Da gibt es ganz ähnliche Dinge. Aber ich würde Herrn Blocher recht geben, die Schweizer Probleme sind andere als die deutschen Probleme. Und da kann man diese beiden Parteien nicht irgendwie gleichsetzen und sagen, nur weil wir beide Parteien Probleme ansprechen, die die anderen nicht ansprechen und nicht lösen wollen, das sage ich jetzt für Deutschland, kann man nicht sagen, sie bewirtschaften diese Flüchtlingsfrage. Wir versuchen, Probleme, die die anderen unterdrückt haben und die politisch korrekt bei uns sozusagen versucht werden, totzuschweigen am Anfang, jetzt geht das nicht mehr, die versuchen wir deutlich zu machen. Und den Menschen haben wir eine Stimme gegeben, die bis jetzt keine hatten. Im Bundestag gibt es außer zwei Menschen niemanden, der
eine solche Politik. Sagen Sie, in der Politik geht es hier nicht um eine Stimme geben. Doch, in der Politik geht es darum, am Schluss Herausforderungen anzugehen und miteinander zu lösen. Am Schluss schon. Sie bewirtschaften es. Sie sagen am Schluss, die Moslems passen nicht zu uns, der Flüchtende passt nicht zu uns, der Flüchtende passt nicht in die Identität unseres Landes. Das ist Bewirtschaftung. Das habe ich vom Flüchtenden nicht gesagt. Doch, Sie haben gesagt, er macht unsere Identität kaputt. Asylrecht stehen wir ganz dafür. Nein, vorher haben Sie gesagt, das Moment, geht es nicht kommt mit der doch nicht Asyl. Nein, es kommt doch. Es Sie sind ein harter Rechtspopulist, ein harter Rechtspopulist, der die Schwächsten auf dieser Welt, Menschen, die auf der Flucht sind, bewirtschaftet und damit bewirtschaftet überhaupt niemanden. Ach, ist er nicht wahr? Wenn Menschen auf der Autobahn flüchten, was wollen Sie denn machen? Menschen in Ihrem Land, das muss ich jetzt so sagen, die eine bestimmte Meinung und eine bestimmte politische Ansicht haben, denen wollen Sie keine Stimme geben. Sie wollen sie zwingen, eine Politik zu machen. Diese Partei ist die stärkste Partei geworden in der Schweiz. Ich kritisiere nicht, dass Sie dass Sie demokratisch mitwirken, überhaupt nicht. Ich kritisiere nur, wenn Sie thematisch die Problemlösung nicht mit den anderen Parteien anstreben. Das kritisiere ich alleine. Das ist ein wesentliches Zeichen dieser politischen Strömung. Wenn Sie erlauben, noch einmal kurz die Flüchtlingsfrage und vielleicht auch einen Unterschied zwischen diesen beiden Parteien, und dann schließen wir das ab. Herr Gauland, aus Ihrer Partei, Sie haben gesagt, Sie sind nicht rechtspopulistisch, aus Ihrer Partei gibt es beispielsweise solche Äußerungen von Herrn Höcke. Hören Sie mal. Die Länder Afrikas, sie brauchen die deutsche Grenze. Die Länder Afrikas, sie brauchen die europäische Grenze, um zu einer ökologisch nachhaltigen Bevölkerungspolitik zu finden. Ist die Meinung von Herrn Höcke, hat er in einem geschlossenen Kreis gesagt. Mitglied von Ihrer Partei? Sie sind Vizechef Ihrer Partei. Ja, gut. Wieso trägt Ihre Partei Leute, die solches sagen? Ja, warum? Soll man Menschen ausschließen, die eine andere Meinung haben? Ist das eine andere Meinung? Ja, natürlich ist das eine Meinung, die nicht in unserem Parteiprogramm steht und die wir nicht vertreten. In vielen Fragen schätze ich Herrn Höcke sehr und bin auch mit ihm befreundet. Aber das würde ich so nicht teilen. Tjana, gehört das zu unserer Kultur zum Beispiel? Wir haben eben von Kultur nicht gesprochen, sondern von einer Ausspruch von Herrn Höcke, den ich so nicht teilen würde. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, aber Sie können sich natürlich genauso gut. Entschuldigung, in der CDU und in der FDP und in anderen deutschen Parteien gibt es natürlich völlig unterschiedliche Meinungen. Eben. Und da wollte ich Sie eben gerade zart darauf hinweisen, dass die Rede nämlich von der nationalen Identität oder die Rede von der deutschen Kultur natürlich eine Homogenität voraussetzt, die eben nicht im geringsten vorhanden ist, die ist ja nicht mehr in Ihrer Partei vorhanden. Die Heide diskutieren in Deutschland, wir müssen nicht auf Zürich kommen. Er ist nach Zürich gekommen und er ist heute Abend mein geschätzter Gast. Frau Moser, was halten Sie von einer solchen Äußerung? Es ist erschreckend, selbstverständlich, und es ist in keiner Art und Weise zum Beispiel mit der humanitären Tradition, die Schweiz hat, zu vereinbaren. Ist aber nicht eine Aussage, das ist die Aussage, die Herrn Höcke, ich weiß nicht, in welchem Kontext gemacht haben, die erschreckend ist, selbstverständlich. Also ähnliche Stimmen hatten wir in der Schweiz bei der Volksinitiative Ecopop, wahrscheinlich. Da waren Grüne, Linke, sehr viele, auf dieser Seite, also Linke in der Gesinnung links. Ob sie auch Mitglied ihrer Wertepartei waren, das glaube ich. Also die SP und die Grünen? Vielleicht doch nicht, aber nein, das sind. Ich bin gegen diese Konzepte. Das ist wieder Bevölkerungswachstum eingrenzen und Geburtenkontrolle und da solches Zeug in Afrika zu machen. Das war Ecopop. Methoden, Ecopop, das waren nicht. Das waren ja ehrenwerte Leute. Ecopop hat eins. Das war eine bunte Mischung von ganz verschiedenen Leuten. Ja, natürlich. Leuten. Bin ich bei Ihnen? Lassen wir das stehen. Nein, wir müssen jetzt nicht über den Ecopop. Ja, jetzt müssen Sie nicht sagen, nein, aber es war sicher nicht so. Ich rede über die Sachen, die ich will. Also, und Sie über die, die Sie wollen. Genau. Aber ja, im Idealfall, Christoph Blocher, im Idealfall redet man miteinander. Er hat uns unterschoben, wir seien gegen Integration der Flüchtlinge, also der. Ja. Flüchtling muss man heute aufpassen, sagen ja jeder, der einwandert. Asylsuchende. Nein. Aufgenommenen Flüchtlinge in der Schweiz. Da muss ich Ihnen sagen, ich war ja einmal Bundesrat und zuständig für das Asylwesen. Ich wollte für die aufgenommenen Flüchtlinge die Flüchtlingslehre einführen. Die müssen lernen, einen Beruf zu haben, um sie zu integrieren. Wir haben Leute, und da rede ich jetzt aus der Praxis, die sind in der Schweiz seit 10, 12 Jahre hier als Flüchtling und haben noch nie gearbeitet, weil sie können die Sprache nicht,
Die müssen wir zwingen, die Sprache zu lernen. Und wenn man sagt, wieso arbeiten sie nicht, sie können ja nichts, müssen sie eine Lehre machen. Ist alles unter anderem auch von Ihrer Partei vereitelt worden. Das ist ein soziales Konzept. Heute hat es noch ein paar Restchen mit dem Gastgewerbe, macht man noch gewisse Lehre. Lassen Sie ihn reagieren, wenn Sie mögen, Herr Knusbaumer. Ja, Sie haben sich gegen Anliegen die Integration gestellt. Der Sozialdemokratie, gestellt. Dass Menschen, die in diesem Land sind, dass wir versuchen, die in den Arbeitsmarkt. In der Theorie? Nein, auch in der Praxis. Das müssen Sie sich einfach oder Behauptungen oder aufstellen. Wir wieso waren Sie dann gegen die Flüchtlingslehre? Ich war dann nicht im Parlament. Warum waren Sie gegen die Integrationsgesetz? Im Integrationsgesetz? Genau das wollte man. Man wollte eben die Basis schaffen, dass die Leute sich besser integrieren können in diesem Land, dass sie besser die Sprache lernen, dass man das zwingend einfordert und nicht toleriert, wenn es nicht passiert. Weil dann nachher beklagt sich Ihre Partei wieder darüber, wenn sie sagt, wir haben zu viele auf der Sozialhilfe. Weil, und wenn sie arbeiten, dann gefällt es ihnen noch zu gut, dann nachher können wir sie nicht mehr nach Hause schicken. Wir brauchen immer einen Großteil der Rede, um zu sagen, was wir wollen. Peter Schneider. Ich muss Ihnen sagen, ja, man muss wir wollen, dieser Integrationsbericht bringt keine Integration. Sie müssen verlangen, dass jeder eine Sprachprüfung macht. Heute verlangt man, dass Sie in eine Sprachschulung gehen. Und ich habe das angeschaut. Die haben alle Sprachschulen gemacht und keine Sprache gemacht. Ich habe keine Sprachschule gemacht seit vielen Jahren und würde trotzdem versuchen, das Gespräch zurück zu lenken auf die Migration. Wir haben eine Stimme aus dem Publikum, Michael Solcan, guten Abend. Sie sagen, es gibt zu viel Migration, zu viel Einwanderung in die Schweiz. Das ist richtig. Entschuldigung, Hochdeutsch. Ja, das ist richtig so. Ich finde überhaupt nichts Schlimmes oder Schreckliches dabei, wenn man das ein bisschen kontrolliert und steuert. Es ist ja nichts gegen den Ausländer, wenn man das kontrolliert oder steuert. Was ist der Grund, dass Sie denken, es ist zu viel, wenn Millionen kommen nach Europa, wenn Hunderttausende in die Schweiz kommen? Was ist das, was wir verlieren würden in Ihren Augen? Ich glaube, dass wir Probleme bekommen auch mit unseren Arbeitsplätzen hier in der Schweiz. Und auch die Sicherheit vom Land ist auch ein Thema. Christoph Blocher, das ist genau das, also wofür Sie kämpfen. Diese unbeschränkte oder diese exzessive, maßlose Einwanderung, die führt zu Problemen. Wir haben jetzt nur in den 7 Jahren Personenfreizügigkeit 750'000, das sind in der Größe Kanton Waadt hier reingepflanzt. Darum haben wir Probleme, da schauen Sie bei Bahnen, Autobahnen und so weiter, die Dichte, Arbeitsplätze. Über 50-Jährige finden schwer eine Stelle, weil man natürlich einfach freiwillig einfache Leute holen kann. Im Ausland, Junge, die kosten weniger, werden weniger krank. Und das hat man mit dem Inländervorrang früher bis 2007 haben wir das eben relativ gut gelöst. Wollen Sie noch etwas sagen, Herr Solcan? Haben Sie recht, das sind Probleme und das Volk findet, das sei... Herr Altbundesrat, ich glaube, das Volk der Mann findet, im Publikum ist Ihrer Meinung, der Herr größten Blocher. Probleme, die wir Christoph haben. Blocher. Schauen Sie die Sorgenbarometer an. Christoph Blocher, ich glaube, der Mann im Publikum ist Ihrer Meinung. Absolut, ich bin eigentlich mit der Meinung von Herrn Blocher. Nur, etwas nur weil, wenn ich zu Wort komme. Wir sind beide der Meinung, wir sind nicht Ausländerfeinde. Nein. Wir sind auch für die Aufnahme von Leuten, die an Leib und Leben verfolgt werden. Aber diese massive, maßlose Einwanderung. Aber wir haben keine Massen. Wir haben keine unkontrollierte massive Einwanderung dieses Landes. Mogelpackung. Nein, das sind Leute bei der Personenfreizügigkeit. Bei der Personenfreizügigkeit. Tiana Angelina Moser, Fraktionschefin der Grünliberalen, hat das Wort. Bei der Personenfreizügigkeit kommen Leute in das Land, weil sie hier einen Arbeitsplatz haben. Sie kommen nicht einfach ins Land und machen nichts. Es ist eine Personenfreizügigkeit der Arbeitnehmenden. Und wir haben nicht eine unkontrollierte Einwanderung, wie das gesagt wird, die einfach jeder kommen kann und hier leben kann. Also die Europäer haben das Recht einzureisen ohne Arbeitsvertrag. Hier 3 Monate Arbeit zu suchen, mit Familiennachzug und können auf 6 Monate verlängert werden. Schauen wir doch, wenn Sie erlauben. Am Schluss kann man nicht bleiben ohne Arbeit. Stimmt. Man kann nicht bleiben ohne Arbeit. Könnte man nicht. Kann man nicht. Aber die Familien mit Kindern, die hier in die Schule gehen, nach 6 Monaten, ist auch, wenn man sagt, die Gemeinde könnten sie zwangshaft ausschaffen, das ist eine Illusion.
Wir haben gewisse Herr Bundesrat, wenn Sie jetzt die anderen Gäste nicht zu Wort kommen lassen, dann steht plötzlich wieder jemand rechts von Ihnen. Nehmen bitte. Wir diese zwei Begriffe, die Sie verwendet haben, gesteuert und kontrolliert. Frau Moser hat jetzt ausgeführt, die Personenfreizügigkeit ist gesteuert, nämlich die ist gesteuert durch die Arbeitsplätze in der Schweiz, ja, durch Nachfrage der Wirtschaft, die Sie vertreten. Es gibt keine Einwanderung in die Schweiz ohne Arbeitsmigration. Das ist die Arbeitsmigration. Da kann man miteinander lange diskutieren, hat das mit der Steuerpolitik zu tun, hat das mit den attraktiven Konditionen zu tun. Das ist berechtigt, aber es ist gesteuert. Man kann nicht einfach kommen. Kontrolliert, haben Sie gesagt, ich stehe zum Asylgesetz. Wer in der Schweiz als Flüchtender ankommt, wird anständig behandelt, wird anständig beschaut, ob er ein Flüchtender ist. So. Diese Mär, die Sie dann erzählen, es ist alles Chaos, es ist nichts mehr kontrolliert, das stimmt nicht. Es ist gesteuert und kontrolliert, sowohl in der Arbeitsmigration wie auch in der Flüchtlingsproblematik. Und wenn wir jetzt die große Flüchtlingsproblematik nehmen, nämlich dass Menschen aus Kriegsgebieten in Massen als große Mengen nach Europa kommen, dann ist das eine zusätzliche Herausforderung. Und diese Herausforderung muss man auch lösen. Das ist ein Herr Problem. Sind Sie überzeugt? Das Sind Sie muss überzeugt? Man miteinander lösen. Wählen Sie nun die Sozialdemokraten? Nein, nein, deswegen sicher nicht. Überzeugt bin ich noch nicht davon, dass es wirklich so ist, dass das wirklich kontrolliert ist oder geregelt wird mit dem Arbeitsmarkt oder mit dem Arbeitslosen. Ich glaube, es braucht wirklich gute Zusammenarbeit, für das, dass wir das alles bewältigen können. Damit wir das gemeinsam schaffen in Europa. Ja. Peter Schneider, diese Angst vor zu vielen Menschen, die zu uns kommen, ist real. Das Risiko oder die Chance, je nachdem, wie man es betrachtet, ist ebenso real. Diese Menschen kommen. Letztes Jahr waren es unglaublich viele. Als Psychoanalytiker, was machen Sie, wenn jemand Angst hat vor Verlust seiner Identität? Um das geht es eigentlich. Ja, gut, also... Nein, oder was auch immer. Also natürlich mache ich als Psychoanalytiker was anderes. Ich leide hier übrigens ein bisschen unter Dichterstress, aber das ist schon in Ordnung. Bleiben Sie stehen. Die Politik ist keine psychoanalytische Praxis und keine psychiatrische Klinik. In der einen Bereich muss man die Ängste ernst nehmen, in der anderen muss man sagen, dass das kein Argument ist. Man könnte Antisemitismus mit Ängsten begründen. Man kann alles Mögliche mit Ängsten begründen. Bitte? Sie müssen nicht mit dem Antisemitismus kommen. Wir sind keine Antisemiten. Habe ich das gesagt? Glaube ich. Jawohl, die sagen, ja, wenn das jemand sagen würde, würde ich sofort unterbinden. Bitte, nein, Herr Schneider, Sie hatten das Wort. Also mit anderen Worten, Sie können jede Schurkerei mit Angst begründen. Und wenn man an diese Bilder von Bautzen denkt, die haben Sie wahrscheinlich nicht als Einspieler, wo nicht. Also das Volk, das angeblich Angst hat, diese in einem Bus eingesperrten Leute vor einer Asylunterkunft bedrängt, dann ist das ein seltsames Argument mit der Angst. Aber das ist jetzt sozusagen ein anekdotisches Apropos zum Ganzen gewesen. Eben, Angst kann keine politische Maxime sein. Das ist übrigens nicht eine rechte, Erfindung, das kurz zu schließen. Das hat es in der Ökobewegung in den 80er Jahren gegeben. Das hat es in der Nachrüstungsdebatte in Deutschland gegeben. Da hat es Protestschilder gegeben, auf denen stand nur bar jeden Arguments, ich habe Angst. Und das, glaube ich, ist der Tod jedweder Politik. Das ist alleine kein Argument. Alexander Gauland, wenn sich die Schweizer vor zu viel Zuwanderung fürchten, dann war das in den letzten Jahren sehr oft die Angst vor zu viel Zuwanderung aus Deutschland. Verstehen Sie das, wenn die Schweizer nicht wollen, dass so viele Deutsche zu uns kommen? Verstehe ich völlig, dass wir eine ähnliche Sprache sprechen. Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus. Hat ja damit nichts zu tun, dass Arbeitnehmer hier in der Schweiz natürlich nicht wollen, dass Deutsche oder Franzosen oder Italiener oder wer auch immer ihnen die Arbeit wegnehmen. Das hat ja jetzt, dass das Deutsche sind, kann ich gut verstehen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das hat nichts mit Antideutsch zu tun, überhaupt nicht. Portugiesen. Die nehmen die Arbeit weg.
Einwanderer neben den Schweizern oder in Ihrem Fall den Deutschen die Arbeit erkennen. Das ist die Sorge im unteren sozialen Bereich. Es ist auch die Sorge, dass der Mindestlohn aufgeweicht wird. Jetzt sind wir wieder bei der Angst, bei der Sorge. Ja, natürlich. Ist doch völlig klar. Ich erlebe ja auf Kundgebungen, was die Menschen umtreibt. Und da wird natürlich immer wieder gesagt, ja, jetzt geht's uns gut. Im Moment haben wir alle Arbeit. Was ist denn, wenn wir nicht mehr alle Arbeit haben? Wenn die Wirtschaft nicht mehr so läuft? Wer bekommt denn dann die Arbeitsplätze? Ja. Das heißt, natürlich ist das eine Sorge im unteren sozialen Sektor. Also wir wissen ja, dass die Bilaterale und die Personenfreizügigkeit als Teil der bilateralen Verträge, die ja vom Volk bestätigt wurde, und zwar sehr klar, bei uns im Land zu einer Wohlstandssteigerung geführt hat. Ja. Und wir wissen auch, ja, die SVP behauptet etwas anderes, man kann immer etwas anderes behaupten, aber wir wissen das mit x Zahlen. Ja, Herr Blocher weiß es nicht. Ja. Das ist seine Meinung. Ich bin im Gegensatz in den internationalen Unternehmer mit über 90% im Export. Ja. Ich müsste doch der Hauptprofiteur sein dieser wunderbaren Einrichtung. Aber lieber Herr Blocher, es hat nicht alle Unternehmen in der Schweiz sind internationale Grosskonzerne. Das sind ist auch nicht so gross. Sie sind doch relativ gross und sehr gut vertreten. Jetzt lassen Sie die Nationalrätin bitte mal ausreden. Ich habe am Anfang gesagt, ich soll ihm nicht reinreden. Sie mal ausreden, jetzt spricht er die ganze Zeit rein. Frau Moser, Sie haben das Wort. Bitte. Nicht alle Unternehmen in der Schweiz sind so grosse Unternehmen wie das Ihrige. Und ich muss Ihnen sagen, der grösste Teil sind KMUs, sind spezialisierte KMUs, die hervorragende Produkte machen, die sie primär auch in die Europäische Union exportieren. Ja, ja. Wir wissen, dass der Wohlstand der Schweizer basiert nicht auf unseren grünen Wiesen, sondern weil wir jeden zweiten Franken unter anderem im Ausland verdienen. Und die kleinen Unternehmen, die sind auf diesen Zugang angewiesen. Wollen wir uns die Frage von Sorgen und Ängsten annähern? Ja, jetzt sind wir da gelandet. Fallen in der Freizügigkeit. Ja. Danke, Sorgen und Ängste. Das ist die Fragestellung. Ja. Schauen Sie, mit Ängsten Politik machen ist nicht das Gleiche wie die Sorgen entgegennehmen und für die Sorgen dann eine Lösung zu präsentieren. Wenn die Leute Sorge haben um ihren Arbeitsplatz, dann muss man diese Fragestellung aufnehmen und schauen, wie macht man das. Zum Beispiel macht man das mit anständigen Löhnen, man macht das mit Maßnahmen, damit kein Lohndumping stattfindet. Das ist die Sorge ernst nehmen und in der Politik eine Lösung skizzieren. Das versuchen wir zu machen. Die andere Seite ist das, was Sie gesagt haben. Was sind Ängste? Wenn Ängste bewirtschaftet werden, dann zielt man auf den nächsten Wahlerfolg, oder? Man macht dann, das ist schlimm, da kommen Leute und wir würden dann schon für euch das Paradies machen. Aber wenn man dann genau hinschaut, werden die Sorgen der Leute von ihrer Seite nur beschränkt in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Und das ist die Kunst der Politik. Wenn es darum geht, dann die Lösungen zu erarbeiten, dann verabschieden Sie sich. Also diese Unterschiebung höre ich jetzt mehrmals. Und sie wird nicht wahr, indem Sie immer die gleiche Unwahrheit sagen. Nun, Sorgen und Ängste, da teile ich Ihre Auffassung nicht. Ich als Unternehmer mit 3000 Leuten hatte ich mein Leben lang, jetzt führen das meine Kinder. Ich habe täglich Angst gehabt, immer vor dem Untergang des Unternehmens, vor der Konkurrenz, vor all dem. Und da, wer als Unternehmer diese Angst nicht hat, der geht schlussendlich runter. Ich habe genug Unternehmer gesehen, welche diese Angst auf den Tisch gewischt haben und sind pleite gegangen. Eine ist die Grossbanken, die hatten nie Angst. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist in der Bevölkerung auch so. Wir haben heute bei den Ausländern, Sie haben gesagt, die Arbeitsplätze, die sind maßgebend für die Einführung. Wir haben heute bei den Ausländern 7,7% bereits Arbeitslose. Und wir haben heute bei den, nicht in der Arbeitslosenversicherungsstatistik, sondern der Nichterwerbstätigen, liegen wir sogar über Deutschland heute. Wir, die immer an der Spitze waren, wir haben viele Leute. Bulgarien, Christoph Blocher, wenn ich das zurückführen darf. Ein Moment, sehr verehrte Gäste. Was ist Ihr Lösungsvorschlag? Es interessieren mich Lösungen, Herr Blocher. Ja. Es interessieren mich, was wollen wir miteinander verändern? Herr Nussbaumer, Herr Altbundesrat, Verzeihung. Ja, ich sage Ihnen die Lösung nochmals. Verändern, ohne dass Sie den Wahrheitsanspruch immer Herr Nussbaumer, erlauben Sie, dass ich das Wort... Sie haben Herr die Blocher, Wahrheit auf Ihrer Seite. Meine Herren, eine lebendige Runde ist großartig in der Arena, aber wenn der Moderator nicht hin und wieder die Diskussion fokussieren kann,
dann haben die Leute zu Hause auch nicht viel davon. Herr Nussbaum, Sie haben gefragt, was ist Ihr Lösungsvorschlag von der SVP? Ich werde es Ihnen sagen, es gibt einen sehr konkreten Lösungsvorschlag für viele der aus Ihrer Sicht großen Probleme, die wir heute Abend diskutiert haben. Und dieser Lösungsvorschlag von der SVP, über den stimmen wir bald ab. Der durchdringt die ganzen Fragen von Souveränität, von EU-Kritik, von Zuwanderung, die man selber kontrollieren will. Und es geht, Sie ahnen es, um die Selbstbestimmungsinitiative. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Hier urteilen die Richter aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK. Wenn ein Schweizer mit einem Bundesgerichtsurteil nicht einverstanden ist, kann er das Urteil nach Straßburg weiterziehen und so gegen die Schweiz klagen. Mit dem wachse der Einfluss von Straßburg und die rechtliche Selbstbestimmung der Schweiz werde immer kleiner, findet die SVP. Mit ihrer sogenannten Selbstbestimmungsinitiative will die SVP nun die Bundesverfassung über das Völkerrecht stellen. Konkret hieße das: Die Schweiz müsste völkerrechtliche Verpflichtungen wie zum Beispiel die EMRK neu verhandeln oder kündigen, wenn sie im Widerspruch zur Bundesverfassung stehen. Wer hat das Sagen im Land? Das war die Frage am Anfang dieser Sendung. Wir haben uns weit bewegt und führen so wieder zurück. Wer hat das Sagen im Land? Die SVP fürchtet, dass es nicht mehr die Schweizer sind. Im Publikum, wir haben sie selber eingeladen, ist Frau Huber von der Aktion Schutzfaktor M. Da haben sich 80 NGOs, glaube ich, zusammengefunden, um genau gegen diese Initiative zu kämpfen. Sie machen da auf Panik, bevor überhaupt das Stimmvolk entscheiden kann. Es gab noch nie eine so gefährliche Initiative für den Menschenrechtsschutz. Eine Annahme dieser Initiative wäre ein Super-GAU für den Menschenrechtsschutz in der Schweiz. Und die Initiative, da muss man auch zurückschauen, warum die lanciert worden ist. Es ist eine Initiative, die nicht gegen fremde Richter gerichtet ist, sondern sie will erreichen, dass die eigenen Richter, nämlich die Bundesrichter, die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mehr anwenden können. Und damit fällt ein ganz wichtiger Schutzfaktor weg für unsere Rechte. Und da ist Schutzfaktor M eben als große Kampagne, haben wir gesagt, wir müssen von Anfang an sensibilisieren auf die Gefahr dieser Initiative, denn wir lassen uns die Menschenrechte nicht nehmen. Christoph Blocher, also die Selbstbestimmung, die Sie wollen? Diese Initiative, die schon natürlich das Fernsehen auch sofort in die Menschenrechtsebene gehoben hat, hat nicht die Ursache von Menschenrechten. Erstens, die Menschenrechte sind in unserer Bundesverfassung garantiert. Zweitens, der Ausgangspunkt ist eine andere. Es gibt kein Land in Europa, das Völkerrecht, auf Französisch droit international, das internationale Recht, über die eigene Verfassung steht. Kein einziger. Deutschland, nicht einmal das zwingende Völkerrecht. Es steht auch nicht über der Verfassung der Schweiz. Warten Sie. Das Völkerrecht, warten Sie, jetzt müssen Sie mich aber noch erklären lassen. Jeder Vertrag ist demokratisch legitimiert. Wenn die Schweiz dann einen solchen Vertrag nicht mehr haben möchte, kann dieser Vertrag gekündigt werden. Aber mit dieser Volksinitiative, die ich als unlauter und heimtückisch bezeichne, versuchen Sie auf einen Schlag demokratisch ratifizierte Übereinkommen nichtig zu machen. Nein. Für den Fall, dass es einen Widerspruch gibt mit einer Volksinitiative. Nein, nein. Also ohne Stimmbürger und die Stimmbürgerin zu fragen. Also ich hatte noch nicht die Gelegenheit, die eigene Initiative zu erklären. Nur die die Europäische Menschenrechtskonvention, wenn Sie sagen jetzt, es geht Ihnen nicht darum, das zeigt, dass wir schon sehr viel Erfolg hatten mit unserer Kampagne, ja, weil Sie gemerkt lassen haben, es ist Sie nicht ihn mal so sagen, worum es ihm geht, jetzt Huber. Auf diese Menschenrechte loszuschießen. Aber wenn Sie wollen, dass wir die EMRK kündigen, machen Sie doch eine Volksinitiative. Möchten Sie die EMRK, ja oder nein? Und packen Sie nicht so viel Material rein, dass die Leute keine Chance haben zu wissen, wozu sie Christoph sagen, Blocher, wozu und nein dann möchte ich sagen. Wissen, ob Herr Gauland das in Deutschland möchte. Aber die Menschenrechtskonvention nicht außer Kraft setzen. So. Muss auch nicht mit dieser Initiative. Die Frage kann dann heikel werden bei den Urteilen. Und das haben wir jetzt diese Woche wieder gesehen. Die gehen ja weit über die Menschenrechte hinaus. Aber das ist auch noch nicht das Ziel. Aber das Ziel ist, dass heute in der Schweiz alle drei Ebenen, Parlament
Verwaltung und Bundesrat und das Bundesgericht neuerdings statt 2015 das allgemeine Völkerrecht international über die Verfassung stellen. Und das wollen wir nicht. Die Bundesverfassung ist das höchste Recht. Und nicht steht darüber. Und nicht, ja, stimmt nicht ausländische, aber wenn wir Verträge hat, gelten die natürlich. Und das geht es. Und das ist auch der Grund, warum man die Volksinitiative nicht anwenden will. Tiana Moser, sagt, bitte. Das europäische Recht geht vor. Lieber Herr Blocher, der Autor der Initiative ist Herr Vogt. Nationalrat Vogt, er hat die geschrieben und er hat sie mitformuliert und ist ein angesehener Rechtsprofessor. Und seine Aussage kann man x-fach nachlesen, ist, diese Initiative ist der Weg zur Kündigung der EMRK. Das ist seine also, Aussage. Ich habe das noch nie gehört, ja, aber ja. Ich kann es Ihnen nach der nicht, Sie lesen auch keine Zeitung. Ja. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, noch fertig sprechen. Das könnte auch sein, aber man macht es nicht. Ah. Ja, aber also ich bin nicht wollen der Sie nicht einander aussprechen lassen? Frau Moser, Sie haben das Wort, bitte. Gerne. Und man muss sich dann einfach mal vor Augen führen, was das heißt. Also die europäische, die EMRK, ja, das behaupten Sie. Ich habe eine andere politische Grundhaltung, muss ich Ihnen sagen. Dann sagen Sie das. Da bin ich dann mit Frau Huber. Dann lancieren Sie die Initiative und sagen, Kündigung der EMRK. Nein, so wie Sie eine Initiative machen. Ja. Das, Frau Moser, das ist die Basis. Wenn Sie erlauben. Was ist die EMRK? Das sind die zivilisatorischen Errungenschaften. Die Konvention. Darf ich jetzt fertig sprechen, bitte? Noch nicht ich würde gerne aussprechen. Ja, bitte. Gerne. Ja. Ja. Das noch sind kurz, wenn Sie ja, also Entschuldigung, jetzt ein bisschen schwierig. Das sind die zivilisatorischen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Nach den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs hat man die europäisch definiert. Und es sind alle Länder dabei, außer der Vatikan und Weißrussland. Da wissen wir auch, warum. Alexander Gauland, hier geht es genau um die individuellen Freiheitsrechte, um den Schutz des Individuums vor der Willkür des Staates. Jetzt mache ich da wieder ich einen Punkt. Will diese das nicht kündigen oder noch schwächen? Nein, Sie haben ihn selber gefunden. Vielen Dank. Alexander Gauland, Selbstbestimmung ist doch sicher etwas, was Sie in Deutschland ebenso wollen würden. Nun haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg halt eine Verfassung, die bestimmte Dinge des Völkerrechts bei uns aufgenommen hat. Menschenrechte sind in der Verfassung sozusagen inkorporiert, in 21 auch unveränderbar. Also wir können diese Diskussion jetzt zwar folgen, aber in Deutschland können Sie bestimmte Dinge nicht abschaffen. Sie können natürlich europäisches Recht beseitigen. Würden Sie denn die Europäische Menschenrechtskonvention könnten? Die Europäische Menschenrechtskonvention kann man kündigen, das ist völlig richtig, aber das würde in Deutschland jetzt niemand tun, weil die Sicherung der Menschenrechte in der Verfassung schon festgelegt ist. Das ist genau das, was Herr Blocher sagt. Es braucht diese europäischen Menschenrechte nicht, weil wir sie in der eigenen Verfassung haben. Ja gut, wir sind aber auch nicht, dass jeder was abschafft. Man hat es ja in der Schweiz eingeführt, weil man gesagt hat, das ist wegen den anderen Staaten aus Solidarität. Sie ist ja nicht einmal dem Volk untergestellt worden. Und jetzt haben wir ein europäisches Gericht letzte Woche. Sagen Sie, das sei gegen die Menschenrechte, dass bei uns Versicherungsbetrüger nicht beobachtet werden dürfen. Sie haben gesagt, in der Schweiz die Sterbehilfe, die wir so lange darüber geredet haben, in welchen Fällen darf man den Leuten Sterbehilfe leisten. Kommt der europäische Menschengericht und sagt, es geht um diese Überzeichnungen, es geht ja, die das Gericht macht. Es geht ja und darum nicht sagen andere Länder, das Urteil wird nicht automatisch. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Herr Blocher, bitte, Herr Nussbaum. Es geht ja jetzt nicht um die Abstimmungsarena, aber etwas muss ich korrigieren. Wenn Sie vorher dieses Bild gezeichnet haben, der Bundesrat will jetzt das Völkerrecht über alles, was da in der Schweiz ist, stellen. Wir auch. Schauen Sie, völkerrechtliche Verträge in der Schweiz werden schlussendlich in der Bundesversammlung genehmigt, unterstehen dem fakultativen Referendum, wenn sie Rechtsetzungscharakter haben, und man kann Referenden ergreifen. Das ist die Tatsache bei völkerrechtlichen Verträgen. Es ist unser gemeinsames Recht, dass wir mit anderen Staaten eingehen. Und es stimmt nicht, was Sie sagen, dass der Bundesrat diese Mechanik, dass die Bundesversammlung genehmigt,
dass man dann sogar ein Referendum ergreifen kann gegen einen völkerrechtlichen Vertrag, dass der Bundesrat das kaputt machen will. Es ist einfach nicht wahr, was Sie heute Abend hier erzählt haben. Und jetzt zum Punkt. Sie haben vorher einen Punkt gesagt. Die EMRK wurde gerade nicht dem Volk unterstellt. Das war vor der neuen Verfassung. Das muss man schnell dem Publikum erklären. Das stimmt. Und genau in dieser Initiative, die jetzt von Frau Huber vorgestellt wurde, in dieser Initiative steht genau, solche Verträge möchten wir nicht mehr in diesem Land also werden. Das heißt, es ist eine Anti-Menschenrechts-Initiative. Es ist so. Es ist so, wie Frau Huber ausgeführt hat. Nicht so in der Initiative. So steht es. Herr Schneider, kurz. Darf ich meinen Knopf wieder haben? Gehen Sie hin, wenn Sie mögen. Nein, das schaffe ich auch so. Was in dem Ganzen zu kurz kommt, ist der Gedanke eben, dass Politik nicht von Ängsten bestimmt ist, dass man keine vollständige Souveränität erreichen kann, sondern dass Politik der klassische Bereich ist von Konflikten und Konfliktlösung. Nicht von Sorgenbewirtschaftung. Bitte? Das ganze Leben ist das. Ja, da haben Sie völlig recht. Aber in der Politik sind diese Konflikte öffentlich zu verhandelnde Sachen. Und da kann man sich auch nicht irgendwie die Illusion einer absoluten Souveränität machen, die wir zum Beispiel in wirtschaftlichen Fragen ja auch nicht haben. Also die Freihandelsverträge schränken demokratische Rechte der Parlamente zum Beispiel ein. Und mir scheint es manchmal, und das ist jetzt eher an Herrn Gauland als an Sie gerichtet, dass es immer so der Versuch ist, an einer anderen Stelle diese Souveränität zu feiern, die man längst schon aufgegeben hat. Peter Schneider, genau die Frage nach der Souveränität interessiert auch die Dame im Publikum, Frau Kretschel. Ja, und zwar, ich bin Deutsche, hört man ja, und ich lebe in der Schweiz und arbeite hier. Und ich finde die Befragung ans Volk eigentlich sehr, sehr gut und wichtig. Nur schade finde ich es von etlichen Politikern, die Umsetzung. Es hapert. Wenn das Volk doch sagt, wir möchten das und das, warum wird es nicht umgesetzt? Darf ich gerade die Antwort implizit geben? Wir haben ja da diesen Einspieler. Da haben wir angefangen. Ja, aber wir haben diesen Einspieler gesehen, wie eben eine Volksinitiative zustande kommt. Das habe ich eine sehr schöne Grafik gefunden, bis auf einen Fehler. Schießen Sie los. Gut, es waren nämlich diese... Korrigieren lässt sich nicht mehr. Ja, ist egal. Es waren diese animierten Männchen. Die waren alle grün und alle haben genickt. Das heißt also, das war das Volk, was die Initiative macht. Aber so ist das Volk nicht. Da hat es immer noch so ein paar rote und grüne und gelbe Männchen. Und die einen gähnen, die anderen schütteln den Kopf, die anderen gucken in die Luft oder sonst was. Also die Vorstellung, eben auch vom Volk zu reden. Wir haben das Volk gefragt. Das sind Fiktionen. Es gibt diese Einheit nicht, es gibt diese kulturelle Einheit nicht, von der Sie reden. Gibt es schon. Nein, die gibt es eben gerade nicht. Doch, die gibt es. Kultur ist nun... Wir wollen sie nicht auflösen lassen. Nein, Kultur ist an sich schon ein Begriff, der in sich Heterogenität voraussetzt. Kultur gibt es nur im Plural. Kultur auch in Ihrer Partei. Sehen Sie Herrn Höcke und Sie? Ich würde gerne noch auf die Souveränität eingehen. Ich sehe das Problem wirklich nicht. Denn die Frage der Souveränität, dass die beschränkt ist durch Verträge, das ist völlig klar. Aber man muss diese Verträge auch wieder kündigen können. Dann ist man souverän. Und das Problem von manchen Regierungen ist, dass sie im Kopf nicht souverän sind. Wenn sie erst mal im Kopf souverän sind und sagen, diese Position vertreten wir und die Position vertreten alle andere, dann funktioniert das. Natürlich gibt es keine sozusagen frühkindliche Souveränität nach dem Motto... Ich habe Hunger. Genau. Ich bin wach, ich will nicht schlafen, natürlich ich kenne gibt das gute es Verträge, Moment. Die alle binden. Das ist völlig... Aber die Frage ist, kann ich aus diesen Verträgen raus? Das Schlimme zum Beispiel in dem Euro ist, dass es überhaupt keine Austrittsmöglichkeit Alexander gibt. Alexander Gauland, herzlichen Dank. Sie haben den Bogen zurückgeschlagen zur Frage nach der Souveränität, zur Frage, wer hat das Sagen. Eine letzte Frage habe ich noch. Aber zuerst möchte ich Danke sagen Ihnen allen, sehr verehrte Gäste, Ihnen zu Hause, für Ihr Interesse und den ganzen Leuten hinter der Kamera. Verantwortlich diese Woche Rolf Gatschet. Und meine letzte Frage ist die. Alexander Gauland, was respektieren Sie auch an Ihrem ärgsten politischen Gegner? Ich respektiere an einem politischen Gegner, wenn die Auseinandersetzung fair und offen geführt wird und man sich menschlich auch entgegenkommt, obwohl man sachlich völlig verschiedener Meinung ist. Tjana Moser.
Ich respektiere im Normalfall die Meinung meines politischen Gegners sehr. Es sind andere Sichtweisen, andere Wertvorstellungen. Und ich gehe grundsätzlich davon aus, dass der politische Gegner auch das Beste für die Schweiz will, aber einfach eine andere Grundhaltung hat. Erik Nussbaum, was respektieren Sie am Gegner? Ich respektiere am Gegner, dass er selbstverständlich auch darum ringt, herauszufinden, was ist das Beste, was könnte ein Stück der Wahrheit sein, wenn ich so will, und dann daher auch mich ein bisschen zurücknehme. Das ist eine wichtige Komponente und in der politischen Lösungsfindung, dass man hart kämpft, aber dass man auch respektiert, dass vielleicht auf der anderen Seite auch etwas sein könnte, das zur Lösung beiträgt. Christoph Blocher. Ja, ich achte auch die politischen Gegner, vor allem die, die eine klare Meinung haben und nicht etwas verdecken unter dieser Meinung. Also wer sagt, die Masseneinwanderung... Nein, nein, Moment, Christoph Blocher. Nein, es gibt ja, einige... Es gibt einige umgesetzt und er wird nicht umgesetzt. Christoph Blocher, es gibt einige wenige Regeln in diesem Studio. Das passt mir nicht. In der Schlussfrage bleiben wir außerhalb der Politik. Peter Schneider, bitte. Ich schätze Sie als Gast, Peter Schneider. Ich bin froh, dass ich nicht im parteipolitischen Sinne politische Gegner habe. Aber da möchte ich Herrn Blocher widersprechen. Mir sind nicht die mit Nein, der klaren... Nein, Sie nicht auch noch. Doch, doch. Nein, mir sind nicht die mit der klaren Meinung am liebsten. Ich habe oft auch gar keine klare Meinung. Meine Meinung bildet sich in einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen, mit dem, was ich lese, mit dem, worüber ich nachdenke. Und darum bin ich eben kein besonderer Freund klarer Meinung. Danke vielmals. Wer hat das Sagen im Land? Jetzt hat hier auf dem Sender dann gleich ein Ausländer das Sagen. Müslüm mit seiner Sendung Müslüm Television. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Rest des Abends und ein schönes, friedliches Wochenende. Wiedersehen.